Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich freue mich, heute den Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommern, Wolfgang Waldmüller, an meiner Seite zu wissen. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Herr Waldmüller, ein Thema, was momentan alles überschattet, natürlich Corona. Jetzt sprechen wir schon wieder drüber. Was würden Sie sagen, ist das mediengemacht, also sind wir schuld, oder ist das wirklich ein ernstzunehmendes Thema? Eine Viruserkrankung ist immer ernst zu nehmen. Wenn man in Deutschland guckt, 2013 haben wir Viruserkrankung gehabt, es sind über 20.000 Menschen gestorben, aber der Hype war nicht da. Ich würde schon mal sagen, dass es eine Medieninfektion ist und es auch sehr dramatisiert wird. Nicht umsonst haben wir jetzt im kommenden Landtag in der Aktuellen Stunde auch das Thema Corona aufgesetzt, um sozusagen zu versachlichen und professionell zu versachlichen und aufzuklären, was sind denn tatsächlich die Risiken, wie muss man damit umgehen, was ist es denn wirklich tatsächlich, ist es so gefährlich, wie gesagt wird, oder sollen wir das gesellschaftliche Leben einstellen, oder kann man damit auch ganz normal sachlich und professionell umgehen? Und das, glaube ich, das fehlt uns, die sachliche, professionelle Umgang. Wir wissen ja, dass in anderen Teilen der Welt, wie in China oder in Italien, das öffentliche Leben ja schon eingestellt wurde, beziehungsweise ganze Regionen abgeriegelt werden. Davon sind wir in Mecklenburg-Vorpommern Gott sei Dank noch weit entfernt. Trotzdem, Branchen sind betroffen, Tourismus schreit auf, Messebranche, Veranstaltungen werden abgesagt, Messebauer und so weiter haben extreme Schwierigkeiten. Wie wollen Sie damit umgehen als Koalition? Haben Sie da schon Hilfe in Aussicht gestellt? Also wir sind da selbstverständlich im Gespräch. Also gestern war zwar Sonntag, aber da habe ich trotzdem in einer Veranstaltung auch mit der Arbeitsagentur gesprochen. Es gibt also noch nirgendwo Kurzarbeiteranträge oder dergleichen, wenngleich, Sie sagen es ja, gerade in der Hotellerie, in der Gastronomie, überall dort, wo Veranstaltungen abgesagt werden, natürlich ein Schaden entsteht, überhaupt keine Frage. Das ist alles entgangenes Geld, was man nicht mehr reinholen kann, oder in der Regel nicht mehr reinholen kann. Da muss man jetzt in Kauf nehmen. Das ist so, wenngleich aber wir alles geregelt haben. Also die vorsorgliche Absage von Veranstaltungen in Größenordnung von 100 Leuten, das muss man sich wirklich überlegen. Da sollte man auch auf das Robert-Koch-Institut, da gibt es hören, da gibt es reine Empfehlungen. Und letztendlich entscheidet immer der Veranstalter in Verbindung mit dem Gesundheitsamt. Und diese Risiken sollte man sich mit den Profis zusammen, sollte man das tun und nicht kategorisch irgendwo etwas absagen oder dergleichen, sondern gucken, was die Profis und die Verantwortlichen sagen. Ich glaube, da ist man gut beraten dabei. Ja, sprechen wir mal über die anderen Themen, die die CDU jetzt direkt angehen. Als ich Sie angefragt habe wegen diesem Interview, da war ein Thema prägnant, das war der neue Vorsitzende für Mecklenburg-Vorpommern für die CDU, der gesucht wird. Inzwischen ist der Bundesvorsitz mit dazugekommen und natürlich das Dilemma von Thüringen. Würden Sie es als Dilemma bezeichnen? Das würde ich so sagen. Es ist sanft ausgedrückt sehr unglücklich gelaufen, wenngleich die Ursache und Wirkung oftmals ein bisschen verschoben wird. Ich darf das ruhig so sagen, die Ramelow-Regierung mit Grüne und SPD ist ja abgewählt worden. Grünen und SPD, die SPD, glaube ich, hat 8,9% gehabt, die Grünen gerade über 5%, und auch die Linken haben verloren. Also ist abgewählt worden. Sich dann trotzdem zur Wahl zu stellen und vorher schon ein Schattenkabinett aufzumachen mit den gleichen Ministern bis auf eine Position, das ist schon eine kleine Unverfrorenheit. Das führte eben dazu, dass diese Wahl stattfand. Und ich glaube, spätestens dort, wo die FDP meint, einen eigenen Kandidaten aufstellen zu müssen und als dieser gewählt wurde, ich glaube, da hätte man einen Cut machen müssen, hätte man die Sitzung unterbrechen müssen, sich abstimmen müssen und die Wahl nicht annehmen dürfen. Da sie angenommen wurde, dann ging das alles seinen Gang. Und dann kamen die Vorwerfungen und die ganze Tragödie, die sich dahinter abgespielt hat, wo sehr viele Menschen, egal wo, beschädigt wurden. Sowas würde in Mecklenburg-Vorpommern nicht passieren? Es kann aus zweierlei Dingen nicht passieren. Erstmal haben wir eine andere Verfassung, die das gar nicht zulassen würde. Da würde es immer Neuwahlen geben. Und zum anderen, glaube ich, sind die Mehrheitsverhältnisse nicht so wie in Thüringen. In Thüringen hat die SPD 8,9% gehabt. In Mecklenburg-Vorpommern sind sie bei 21,22% laut der letzten Umfrage mit uns etwa gleich auf. Und insofern glaube ich, dass eine Koalitionsbildung unter den demokratischen Fraktionen in Mecklenburg-Vorpommern der Fall sein wird. Insofern schließe ich das aus, dass das, was in Thüringen passiert ist, in Mecklenburg-Vorpommern passieren kann.
Bleiben wir mal beim Bundesvorsitz. Haben Sie dort einen Wunschkandidaten? Letztendlich in Richtung Bund dürfen Sie ja sagen, auf Landesebene müssen Sie neutral sein. Naja, also ich kann das mal ganz flapsig sagen und kann sagen, im Bund wird derjenige unterstützt, den der Bundesparteitag wählt. Ich glaube, es ist müßig im Vorfeld dort, ich sage mal, Wünsche zu äußern. Ich glaube, dass da mit sind jetzt drei in Anhang vier Kandidaten sozusagen, Herr Laschet mit Herrn Spahn im Anhang und Herr Merz und Herr Röttgen. Ich glaube, es sind drei profilierte Politiker, die alle eine Berechtigung dann haben, aber unterschiedliche Formate auch repräsentieren. Und insofern wird es ganz spannend sein, wie die Vorstellungsrunden werden, wie sie sich aufstellen, wie sie den Fragen stellen, wie sie in Zukunft weitermachen wollen. Einerseits eine Veränderung, die von allen gewollt ist, aber andererseits die bewährte Mitte nicht zu verlassen. Das ist so ein Ritt, da werden wir sehen, wer das dann macht. Ja, nur hat ja Herr Merz unser Bundesland schon mal besucht. Er war nämlich beim Heringsessen bei Herrn Amthor zu Gast. Mhm. Kommen die anderen dann auch nochmal vorbei, um sich sozusagen auch dem Publikum Fragen zu beantworten? Mir ist das jetzt nicht bekannt. Es gibt also keine Roadshow, wie es jetzt, wie die SPD das über Jahre, ist ein bisschen übertrieben, aber über ein Dreivierteljahr gemacht hat. Das wird es bei uns nicht geben. Es gibt andere Formate, digitale Formate der Vorstellung. Es ist auch nicht die Zeit dazu, weil wir die Wahl ja im Bund bereits am 25.04. sein wird in Berlin. Und insofern sind andere Formate der Vorstellung gefragt, die auch auf den Weg gebracht worden sind. Aber letztendlich wählen dann die Delegierten im Bund. Ja. In Mecklenburg-Vorpommern sind es ja bis jetzt zwei Kandidaten. Wünschen sich da noch mehr Kandidaten, die sich aufstellen? Da ist ja schon am 28. März die Wahl, so habe ich das mitbekommen. Ja. Da wird ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende bestimmt, Kathi Hofmeister oder Philipp Amthor. Damit ist ja eine Neuausrichtung der Partei ja vorprogrammiert. Philipp Amthor hat uns ja zum Beispiel eine neue Leitbilddebatte versprochen. Also erst einmal glaube ich, es ist wichtig, dass wir nach dem Weggang von Vincent Koko, dass er uns alle überraschend war, dass wir den Landesvorsitz, dass wir hier in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin stabiler Partner in der Koalition sind und unsere Personalfragen schnellstmöglich klären. Und deswegen hat der Vorstand auch entschieden, das am 28.03. zu machen. Ich finde das gut, dass es so schnell geht. Mehrere Kandidaten, es sind zwei Kandidaten, es wird also bis heute, Stand heute eine sozusagen, wenn man das so sagen darf, eine Kampfkandidatur geben mit zwei Kandidaten, die unterschiedliche Ausrichtungen haben. Der eine, ein Junger, der gesagt hat, ich trete an für den Parteivorsitz, Spitzenkandidat sage ich noch nicht. Und eine andere, eine Justizministerin, die in Verantwortung für das Land steht, die sagt, ich trete für den Parteivorsitz und für die Spitzenkandidatur an. Beides, glaube ich, hat Vor- und Nachteile, aber letztendlich entscheiden auch hier die Parteien. Ich würde da Parteimitglieder und die Delegierten, ich würde keine Präferenz abgeben. Es sind zwei gute Kandidaten, der eine jung, dynamisch und die andere erfahrener dazu. Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, die beiden sind ja momentan in den Kreisen unterwegs, stellen sich ja dort vor in den Kreisen, das haben wir auch so vereinbart. Und letztendlich wird es auch am 28. dann die Vorstellung selber sein. Ja. Wenn man sich sozusagen die Entscheidung in den Kreisen anguckt, da kann man schon sagen, es gibt eine Präferenz für Philipp Amthor, ganz klar. Kathi Hofmeister hat jetzt vielleicht noch ihren eigenen Kreis in Güstrow, Landkreis Rostock, gewonnen. Aber wir dürfen ja nicht spekulieren hier, Sie müssen als Generalsekretär ja auch neutral sein. Aber nochmal, Philipp Amthor gilt als konservativ, dem konservativen Kreis nahestehen. Das heißt, er hat es angekündigt, eine neue Leitbilddebatte auch für Mecklenburg-Vorpommern. Brauchen wir das? Also ich denke, wir sind in Mecklenburg-Vorpommern als CDU sehr gut aufgestellt. Unser Leitbild, das haben wir selbst momentan, haben wir gegossen. Wir haben ja unser Grundsatzprogramm, was wir zwei Jahre lang mit den Mitgliedern auf den Weg gebracht haben. Das ist ja unser Kompass, unsere Ausrichtung. Philipp Amthor zählt zu den Konservativen, wobei konservativ darf man immer nicht verwechseln mit dem Alten, das Alte zu bewahren, sondern das gute Alte zu bewahren, aber dennoch das Moderne mit auf den Weg zu bringen. Ich glaube, diesen Kompromiss muss man da eingestehen. Dafür steht Philipp Amthor so seinen Aussagen und den Presseverlautbarungen. Es wird eine spannende Geschichte. Ob eine Vorentscheidung in den Kreisen gefallen ist, glaube ich nicht, weil die
durch allen Kreisen sind die Vorstellungen noch nicht gelaufen. Es sind jetzt erstmal die in Vorpommern gewesen, bis in Schwerin, stehen aber noch einige aus. Und letztendlich sagt das aber auch nichts aus, weil letztendlich wird auf dem Parteitag durch die Delegierten entschieden und durch niemand anderen. Nun ist Philipp Amthor ja noch sehr jung, er ist 27 Jahre alt. Das ist im Grunde auch kein Argument gegen ihn, sondern könnte auch ein Argument für ihn sein. Ja, sicherlich. Da gibt es ja die einen, die sagen, Mensch, lass doch mal die Jungen ran. Und wenn dann ein Junge kommt, dann sagen sie, oh, der ist aber zu jung. Also ich würde das Alter, das soll jetzt keine Präferenz für Philipp Amthor sein, aber ich glaube, dass Philipp Amthor in den jungen Jahren, er ist seit 14 in der CDU und ist in der Partei, er hat sich das, was er heute ist, selbst erarbeitet, sehr gut erarbeitet, er steckt in der Tiefe, er macht im Bundestag eine sehr, sehr gute Figur und insofern kann man ihn als jungen, erfahrenen durchaus bezeichnen und Kathi Hofreiser hat ganz andere Qualitäten. Man kann das auch nicht miteinander vergleichen, es sind völlig andere Ausrichtungen, unterschiedliche Typen und mit unterschiedlichen Ausrichtungen und letztendlich wird die Partei das entscheiden. Kommen wir mal wieder zu Sachthemen zurück, die Landespolitik hier betreffen natürlich auch Ihre Arbeit in der Koalition, in der Landesregierung. Da hatte sich die CDU dieses Thema Breitbandausbau auf die Fahnen geschrieben. Man kann das, glaube ich, heute noch bei Ihnen melden, wenn man Funklöcher in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt. Ich entdecke die tagtäglich in meiner Arbeit hier auch, auch im Landkreis. Sie haben das Gefühl, es wird immer mehr. Ja. Aber da wollen Sie ja ein Stück weit Druck auf auch den Entwicklungs-Digitalisierungsminister ausüben. Ist Ihnen das gelungen? Ja, selbstverständlich. Genau das ist ja gelungen. Wir hatten ja die Notwendigkeit aufgrund der Funklöcher, die wurde vielleicht insgesamt nicht so gesehen. Und da wir dann auch ein Zeichen setzen wollten und auch beweisen wollten, dass wir ein richtiges Problem haben, haben wir diese Funkloch-App auf den Weg gebracht, wo ja knapp 17.000 Funklöcher in ganz Mecklenburg-Vorpommern gemeldet wurden. Es ist ja dann überprüft worden durch das Energiemessen, ob das denn alles so stimme. Und letztendlich hat man eine eigene Überprüfung vorgenommen und siehe da, die Funklöcher, die gemeldet wurden durch die CDU-App, waren deckungsgleich mit den anderen. Also haben wir ein Problem und deswegen ist der Beweis dann angetreten. Dadurch wurden ja auch die 50 Millionen für das Funkmastenprogramm bereitgestellt. Das heißt, es ist sehr wohl ein großer Erfolg. Jetzt geht es an die Umsetzung. Da ist immer noch die Frage, ja, wie lange dauert es, wie macht man das, wie geht man vor, mit welchen Strukturen. Leider müssen wir auch Notifizierungsverfahren in der EU mit anstreben. Das dauert alles ein bisschen, aber es ist auf dem Weg. Die Strukturen sind gefunden. Es ist auf dem Weg und wir werden, ich sage immer, so schnell wie möglich den ersten Funkmasten sein, aber hoffen wir doch mal, dass am Anfang des nächsten Jahres der erste Funkmast steht und dann sollen sie ja bis zu 280 werden, um die Funklöcher, die weißen Flecken endgültig zu schließen, damit wir überall telefonieren können. Ich selbst gehe, wenn ich von Schwerin, von meinem Wohnort nach Schwerin fahre, das waren früher, habe ich immer gesagt, das sind 3 Funklöcher, da kann ich mit dem Auto stehen bleiben, kann sagen, was losgeht. Mittlerweile sind es 4. Es wird natürlich durch die Nutzung der Digitalität wird das natürlich immer mehr Belastung, deswegen immer weniger Qualität. Da haben Sie aber als CDU auf alle Fälle einen Flock eingeschlagen. Ich würde das so behaupten und da sind wir auch stolz drauf. Gut. Okay, anderes Thema ist die Landwirtschaft. Die Bauern gehen auf die Straße, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, die Bevölkerung kriegt das natürlich unmittelbar zu spüren, wenn die Traktoren rollen und Staus verursachen. Nun sind die Bauern immer sehr CDU-nah gewesen, wenn man so will, aber auch nicht mehr unbedingt mit der Politik, ist ja vor allen Dingen Bundespolitik zufrieden. Deswegen rollen ja die Traktoren. Was können Sie im Land bewirken natürlich, um diese Bauernproteste ein Stück weit vielleicht zurückzufahren, beziehungsweise den Bauern auch da ein Stück entgegenzukommen oder auf die Bauern einzuwirken und zu sagen, all das, was vom Bund vorgegeben wird, ist richtig und ihr müsst jetzt mehr auf Dünger achten, mehr auf Tierwohl achten und all die anderen Themen auch noch beachten. Ich glaube, man tut den Bauern sehr, sehr Unrecht, indem dass man sie zum Prügelknaben für alles macht. Letztendlich sind es diejenigen, das muss man immer wissen, die Bauern arbeiten immer nachhaltig.
Weil das sind Familienbetriebe, die sich ihre Existenzgrundlage doch nicht von heute, also von heute nicht kaputt machen wollen. Also das zu unterstellen, dass sie übermäßig irgendetwas tun, dass sie den Boden versorgen und dergleichen, ich halte das für eine unsägliche Diskussion. Wenngleich natürlich durch EU-Vorgaben, gerade was den Nitrateintrag bedeutet, natürlich Strafzahlungen oder eine Klage gewesen ist und Strafzahlungen an Deutschland angedroht und Deutschland reagieren muss. Und jetzt kann ich sagen, würde ich sagen, es ist auch in der EU dann, ich sage mal, durch die Bundesumweltministerin auch nicht gut verhandelt worden. Weil wenn wir 2 Jahre davor bereits eine geänderte Düngemittelverordnung auf den Weg gebracht haben, das geht ja nicht von heute auf morgen. Nitrateintrag, das dauert Jahre. Und ich muss ja auch immer erst einmal, wenn ich etwas reguliere, muss ich ja auch immer erst einmal wirken lassen, damit ich dann sagen kann, hat diese Maßnahme Wirkung gezeigt oder nicht. Das findet hier nicht statt. Man macht, ohne dass man irgendeine Evaluation hat, macht man noch eine weitere Verschärfung obendrauf und das führt zu dieser Eskalation, die wir jetzt haben. Nun haben wir 2021 ja neue Landtagswahlen. Man merkte schon, man spürte schon sozusagen, die Geschenke von der Landesregierung werden größer, die Förderbescheide nehmen zu, die landesweit auch verteilt werden. Was ist Ihr Wunsch für das letzte sozusagen anderthalb Jahre auch an Ihren Koalitionspartner? Faire Aufteilung der Fördermittelbescheide? Ich glaube, die Koalition, da wird immer ein bisschen viel reininterpretiert, die Koalition arbeitet auf der Sachebene sehr, sehr gut zusammen. Wir haben einen Koalitionsvertrag, der 1:1 umgesetzt wird. Und wir als CDU, wir sind vertragstreu bis zum Schluss. Das heißt, die Koalition wird zusammengeführt bis zum Schluss. Natürlich gibt es dann irgendwann einen Wahlkampf. Nächstes Jahr wird dann der Wahlkampf antreten. Und dann wird man natürlich versuchen, diese unterschiedlichen Positionen, die man hat, die Unterscheidbarkeit, die Zukunft, wie sieht das Land in 2030 aus, das wird man dann deutlich machen. Da wird der eine die Vision haben, die andere die Vision. Aber bis dahin arbeiten wir zusammen, sind vertragskonform. Und ich denke mal, das gehört sich auch. Zur CDU gehört Verlässlichkeit und das sind wir. Letztes Thema natürlich 30 Jahre Deutsche Einheit. Das feiern wir dieses Jahr. Und wenn ich es auch ein bisschen flapsig formuliert habe, Politik wurde in den letzten Jahren, 30 Jahren ja nicht mehr Fördermittelbescheide gemacht, sondern es wurde auch was erreicht. Wir haben was vorzeigbar im Land. Trotzdem, Unzufriedenheit ist da. Was sagen Sie den Menschen, die unzufrieden sind? Soll man mal etwas genauer vielleicht hingucken und vergleichen? Vielleicht sollte man sich in der Tat mal vergleichen mit anderen Ländern, die man so hat und mal gucken, wie gut es uns geht. Natürlich gibt es immer Einzelfälle, wo man sagt, das könnte besser weiter, das geht da. Aber wir leben also wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Und gerade in den neuen Bundesländern, da soll man einfach mal die Augen zumachen und soll sich mal zurückversetzen, was vor 30 Jahren war. Und dann einfach mal das Umfeld von damals, wie es alles ausgesehen hat. Und das soll man mal vergleichen mit dem, was heute draus geworden ist. Ich will jetzt nicht sagen, wie Helmut Kohl blühende Landschaften, aber was sich in den neuen Bundesländern getan hat, wie sich es entwickelt hat, das ist eine einzigartige Leistung der Bevölkerung in den neuen Bundesländern und das kann man nicht hoch genug schätzen. Deswegen jammern auf einem hohen Niveau, ja, alles schön und gut, aber vielleicht auch mal anerkennen und stolz drauf sein, was man geleistet hat. Gut, letzte Frage, was würden Sie in den nächsten 30 Jahren dann anders machen, um die Menschen vielleicht noch mehr wieder einzubinden? Ich glaube, wir tun gut daran, nicht den Menschen vorzuschreiben, was wir jetzt zu tun haben oder nicht, sondern so wie wir das machen wollen. Wir wollen eine Zukunft für Mecklenburg-Vorpommern beschreiben, beispielsweise den nächsten Schritt bis 2030. Aber bei dieser Erarbeitung, wie ein Mecklenburg-Vorpommern der Zukunft aussehen soll, die Bevölkerung mitzunehmen, mitarbeiten zu lassen, ähnlich wie man ein Grundsatzprogramm macht, in der Partei ein Zukunftsprogramm mit Fachleuten und mit der Bevölkerung. Und wenn wir das bis zur Wahl hin schaffen und auch ein Zukunftsprogramm dann präsentieren können, ich glaube, dann können wir der Bevölkerung auch ein gutes Angebot machen, mit dem sie mitgehen können. Herr Waldmüller, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.